Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von der Old Streams Map. Old Streams mit unserer kleinen Mini-Story. Wir sind wieder zurück. Gerade eben habe ich gehört, wir können mal ganz kurz durchs Fenster gucken, habe ich gehört, dass der Lohner vorgefahren ist, da mit seinem schönen großen Schlepperchen hier. Er hat gesagt, er kommt vorbei, wenn er fertig ist und ja, gehen wir den gleich mal bezahlen. Schönes Gerät. Schöner Glaspresse. Oh Mann, was ist denn das für ein großer Glas, ne? Müsste ein Axion, müsste das fast sein. Ja, ich glaube, das ist ein Axion. 800er Axion. Cooles Gerät. Ja, wir gehen den mal hier eben schnell und dann gucken wir mal und bis gleich. So, ja, jetzt ist er wieder weg und wir haben ihn auch direkt bezahlt. Es gab 16 Ballen auf unserem länglichen Feld und 11 Ballen auf unserem kurzen Feld. Das insgesamt noch bei 12 Euro pro Balle, was das Pressen mich jetzt gekostet hat, ist das knapp unter 300 Euro. Habe ich ihm die 300 Euro gegeben und ja, ist gerade wieder weggefahren. Mann, das sind eine ganze Menge Ballen, ne? 27 Stück, 27 Ballen. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel runterkommt von den beiden Wiesen. Aber jetzt machen wir das, was ich eigentlich ja in der letzten Folge schon versprochen habe. Und zwar werden wir jetzt hier mal, das stelle ich dir natürlich ein bisschen blöd. Wir werden den Schwader erstmal wieder aufräumen. Wir werden jetzt die kleine Presse anhängen und werden mit der kleinen Presse mal das Stroh pressen. Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt nochmal schwaden soll oder ob ich das nochmal wenden soll. Es ist vielleicht nicht ganz so ideal, so wie es jetzt unten drunter ist, aber ich dachte mir, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir hängen da jetzt einfach mal die Presse dran und wisst ihr was? Das ist ja eine Durchfahrscheune. Kann man ja auch einfach durchfahren. Könnte man machen, ne? Ja, was wollte ich? Genau. Wir hängen jetzt einfach mal die kleine Presse an und gucken einfach mal. Wir werden einfach mal loslegen. Schauen, wie sich das verhält, das Stroh. Wie gut, wie feucht, wie trocken das Ganze ist. Und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir nicht eventuell an die Presse, beziehungsweise vor der Presse mit dem Schwader kommen sollen. Das Ganze nochmal wenden sollen und nochmal eine Weile lüften lassen. Wenn ich das jetzt halt mit dem Schwader zusammenlege, dann kriegen wir bloß dickere Reihen. Jetzt lüftet das ja auch nicht mehr raus. Na, wenn, dann müssen wir das lüften lassen und dann nochmal eine Weile liegen lassen. Das Problem ist aber, dass ich halt auch nicht so ganz dem Wetter traue, ob nicht wieder Regen kommt. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich schon gucken, dass ich das irgendwie jetzt hier, wenn ich schon dabei bin, auch gleich weggepresst kriege. So, das ist jetzt hier natürlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich schon den hier schön gerade zurückschieben. Okay, wir sind hier gerade so an den Reifen vorbei, mehr oder weniger. Ich glaube, das, enger ging jetzt nicht wirklich. Warte zuerst absenken, okay. Da kommt so ein Schläuche, warum gehen die jetzt nicht mehr ab? Schläuche? Hallo? Ah, weil das immer nur so rumgeht. Immer erst die Schläuche, dann die Zapfwelle, nicht andersrum. So, dann werden wir jetzt doch mal die kleine Presse. Und ich habe ja gesagt, ich werde das dann in den großen Anhänger reinschmeißen. Dann müssen wir auch den Frontrad dann nachher gleich wieder wegtun. Müssen wir gleich wieder anhängen. Aber jetzt werden wir erstmal so pressen gehen, würde ich mal behaupten und versuchen und probieren. Ob das überhaupt geht. Vielleicht geht es ja auch gar nicht. Könnte ja auch sein. Ich habe die Presse auch noch gar nicht ausprobiert. Na, stopp. Bin ich mal sehr gespannt. Hängen wir das ganze Teil mal an. Das klappt soweit. Gucken wir hier mal rein. Garn ist drin. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Eventuell sollte man hier mal die Presse vorher abschmieren. Ich war nicht so sonderlich vorsichtig, was Geräte abschmieren vom ersten Einsatz angeht, weil die alle Zelle relativ gut gewartet eigentlich aussahen. Aber würde vielleicht schon Sinn machen, wenn wir hier mal ganz kurz drüben bei der Workshop vorbeifahren und hier mal ganz kurz schauen, ob die und dass die auch vernünftig geschmiert ist. Beziehungsweise wisst ihr, was wir machen? Wir machen die jetzt erstmal ganz kurz an. Gucken, ob es überhaupt läuft. Okay, läuft. Läuft, macht keine merkwürdigen Geräusche, läuft alles wunderbar eigentlich. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schmieren jetzt mal gerade ganz kurz noch ab. Die Frage ist natürlich, na wo muss man das Teil überhaupt abschmieren? Ich habe jetzt hier keinen Schmierplan leider. Gucken, ob hier irgendwas, nicht, hier steht auch nicht wirklich was drauf. Die schon eine Zentralschmierung hat, das Gerät? Ich glaube nicht. Das hier scheint ein Ölmotor zu sein und keine Schmierung. Das ist ein interessantes Gerät hier. Ja, das ist definitiv eine Art Ölmotor, der irgendwas antreibt. Auch eine interessante Pickup, mit den Schnecken, die das in die Mitte befördern. Sehr schmaler Mittelkanal. Die allermeisten HD-Ballenpressen, die klassischen, die sind alle, gehen alle zur Seite raus. Haben einen Seitenkanal. Ich denke mal, man nennt das Seitenkanal. Und die ist aber aufgebaut wie die großen Pressen. Nur halt klein. Da hinten, okay, auch hydraulisch. Kann man hier hinten die Pressdichte verstellen. Da ist sogar eine Fettpresse. Festgeschnallt.
Wie geht da rein? Täuscht das oder ist das da drin fest? Ist das eine Art Zentralschmierung von Hand? Doch fast so aus, als würde das jetzt hier der Schlauch darin verschwinden. Es sieht nicht so aus, als wäre das einfach nur eine Fettpresse, die hier befestigt wäre. Und der Schlauch, der geht da ganz rein. Das heißt, ich glaube, ich muss hier einfach nur ein paar Mal drücken. Kann das sein? Okay, machen wir das. Und dann hoffen wir mal, dass dadurch alles geschmiert ist. Ha, lustig. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg. Mann, ich bin gespannt, wie das Gerät funktioniert. Ich bin's echt gespannt. Wir hätten auch auf der kleinen Wiese vorm Haus anfangen können, gell? Aber irgendwie habe ich gedacht, eigentlich müssen wir auch nicht hier bis ans Ende fahren. Ich hätte mal am Anfang anfangen können, aber ich fange gerne da an, wo ich mit dem Drescher auch angefangen habe. Und wir haben ja hinten angefangen zu dreschen. Also werden wir jetzt auch mal hierher fahren. Weiß ich auch nicht, wie schnell man mit so einer Presse fahren kann. Probieren jetzt einfach mal aus, was passiert. Okay, man muss eigentlich nicht mal mehr Vollgas fahren mit dieser Presse. 7 km/h. Frisst die gut. Frisst die, nimmt die locker mit. Okay. Na, dann kommen kleine Ballen raus, ne? Niedlich. Niedlich, niedlich. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich die eventuell kürzer stellen soll, die Ballen, weil die werden schon arg lang jetzt. Richtig lange Ballen. Aber wir pressen erstmal so. Gibt aber auch sehr viele Ballen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Gang hochschalten könnte. Ich meine, die Presse, die frisst das ganz schön schnell rein hier. Könnte eventuell tatsächlich 8 km/h fahren? Noch läuft. Das ist ja Stroh. Das ist cool. Ist richtig... zügig unterwegs, die Presse. Also die frisst ganz schön das Futter rein. Das kenne ich natürlich so von den alten Welgepressen und so nicht. Ha. Ja. Aber wenn wir jetzt wirklich alles pressen, dann kommt da einiges bei raus. So. Der Johnny ist schon nicht schlecht. Man hat hier schon ziemlich gute Übersicht über alles. Aber ich meine, die Presse ist auch absolute Hightech mit dem Lüfter hinten drauf, der hier die Knoten frei bläst und so. Ist richtig Hightech, ist das. So, fahren wir jetzt mal hier entlang, würde ich sagen. Ja, doch. Glaube ich nicht schlecht. Machen wir so. Ah, oh, das gibt aber viele Ballen. Oh, weia. Ich würde mal sagen, wir machen eine Zeitraffer-Aufnahme. Was haltet ihr davon? Viel Spaß damit. Bis gleich. So, das erste Feld haben wir gepresst und das ging ganz hervorragend. Die Presse läuft echt gut, die brisst gut, da kann man sich nicht beklagen, aber wenn ich diese Ballen hier sehe, oh weia, wenn ich daran denke, dass ich die nachher alle alleine aufladen darf,
Kriege ich jetzt schon die Krise. Im Voraus. Und jetzt haben wir nochmal ein Feld, ne? Das vom Haus, das kleine. Da sollten ja auch noch ein paar Ballen zusammenkommen. Was habe ich mir da nur angetan? Vielleicht wäre es doch nicht ganz schlecht gewesen, vorhin als der Lohner da war, ihm zu sagen, komm, mach schnell das Stroh auch noch zusammen im Ballen. Ah, ja. Ich dachte, schön Geld sparen und selber machen. Wir haben ja eine Presse, machen wir das. Hab ja das Gras auch nur vom Lohner pressen lassen wegen dem Wickeln, weil ich halt die kleinen Ballen natürlich nur schlecht zur Silage verarbeiten kann. Aber, ja. Es hätte vielleicht Sinn ergeben. So, jetzt werden wir hier mal genauso weitermachen. Mach das Ganze wieder an. So. Und zurückschalten, so. Machen hier auch vollends ein paar kleine Ballen hin. Eieieiei. Was mir gerade eingefallen ist, man könnte sie in den Schafstall reinkippen. Da wären wir keine Schafe. Man könnte die Ballen theoretisch dann im Schafstall erstmal zwischenlagern. Das wäre zum Beispiel eine Variante, eine Möglichkeit. Oder wir packen sie hinten bei uns in... da, wo ich die Silageballen, die ich gekauft habe, reingestellt habe. Wenn wir es dahin reinschmeißen, müssen wir mal die Silageballen nochmal rausstapeln. Beziehungsweise ein bisschen beiseite stapeln, weil ich habe die ja mitten reingestellt. Da können wir auch ganz hervorragend einfach einen Haufen Stroh reinschmeißen. Aber so langsam denke ich mir, einen Ladewagen nehmen und einen Haufen machen, wäre fast einfacher gewesen. Aber ich habe ja nicht mal einen Ladewagen. Von daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mit der Gabel nachher uns abzumühen. Eieieiei. So, machen wir mal zur Abwechslung nochmal ein bisschen Innenkamera. Wäre auch mal was, ne? So ein bisschen hier die Aussicht ohne Frontlader genießen. Die ist ja relativ selten tatsächlich. Der Frontlader kommt nachher gleich wieder dran. Der Schlepper wird ja für den Stall gebraucht. Und ja, entsprechend wird man den wahrscheinlich relativ wenig ohne Frontlader sehen hier. Auch wenn er irgendwie im Moment tatsächlich unser Hauptkleinschlepper für alle Arbeiten ist. Mit seinen 100 PS ist er auch nicht mehr so klein, aber er ist halt schön wendig. Und deutlich wendiger als der Ford, als der County. Und alles mit dem großen MF machen. Das sowas hier kann ich definitiv nicht mit dem großen MF machen. Und von daher ist es schon tatsächlich so, dass dieser Schlepper hier im Moment eigentlich der wichtigste auf dem Hof ist. Ne? Nicht nur als Hofschlepper mit Frontlader und so, sondern auch als Hauptschlepper für all die kleinen Arbeiten. Das ist, ich bin mal sehr gespannt, wie ich diesen Hof hier, das ist alles so ein bisschen durcheinander, was ich da, wie ich da und so, jetzt müssen wir mal schauen, weil, na, jetzt kommt ja zunächst mein Fiat, irgendwann demnächst, na, die Tage, und, ja, der Fiat mit der Scheibenegge kommt, weil ich hätte so eigentlich gern den Pflug hier gehabt und hätte gern mit dem Pflug probiert, wie der sich hier auf diesen Böden verhält, an dem großen MF dran, aber, ja, das klappt ja nicht, dass wir die beide auf einen Tieflader kriegen, deswegen kommt der Fiat mit der Scheibenegge. Ich weiß nicht, ob man mit der Scheibenegge hier viel anfangen kann auf diesen Feldern. Könnte eventuell sein, dass ich die Scheibenegge irgendwann dann auch verkaufen muss. Die habe ich jetzt schon so lange hier mit mir mitgeschleppt und bisher in Frankreich hier noch überhaupt nicht gebraucht. In der Gegend, in der ich ja bisher war, als Lohner, hatte niemand Interesse an Scheibeneggen. Aber hier bin ich ja selber der Boss, also kann ich sagen, ob ich Scheibenegge will oder nicht. Fraglich ist das halt, ob das hier auf dem Boden Sinn macht mit den Scheibenecken oder ob das vielleicht einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, ob das hier nicht richtig funktioniert. Na, ihr seht das hier in der kurzen Zeit, wo das Stroh jetzt hier rumgelegen ist, schon ein bisschen Unkraut und Ausfallgetreide aufgegangen ist. Von daher weiß ich gar nicht, na, ich könnte das hier eventuell auch direkt umpflügen. Na, der Gedanke ist ja normalerweise, man macht nach dem Dreschen, möglichst bald nach dem Dreschen, idealerweise sogar vorm Regen, fährt man mit dem Grubber durch und dann guckt man, dass erstmal das Ausfallgetreide aufgeht und dann pflügt man das nochmal unter. Und beziehungsweise Grubber das oder Scheibeneck das vielleicht nochmal unter, beziehungsweise man könnte wahrscheinlich auch Scheibenecken für das Ausfallgetreide. Ne? Wenn man direkt nach dem Dreschen drüber geht, Scheibeneck wäre auch eine Variante. Ne? Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten und ich habe da auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung davon, wie das genau funktioniert. Ich habe zwar jetzt ja doch lohnunternehmertechnisch einiges im Ackerbau gemacht und somit da auch einiges so ein bisschen mitbekommen, aber nur am Rande, deswegen weiß ich nicht. Ne? Es gibt ja auch andere Methoden. Es gibt ja auch Methoden, dass man zum Beispiel ganz pfluglos arbeitet. Allerdings ist es so, dass in der meisten fluglosen Arbeit kommen dann Spritzmittel wie Glyphosat zum Einsatz, weil man eben dann den Aufwuchs quasi vor dem Einsäen damit platt macht. Dann kann man aber mitunter vielleicht sogar ganz ohne Grubber arbeiten, dann kann man mitunter vielleicht sogar komplett ohne Bodenbearbeitung arbeiten. Ne? Ein sogenanntes No-Till-Verfahren, indem man den Boden einfach so lässt, wie er ist. Ne? Das ist auch immer mehr im Kommen zurzeit. Das Problem ist aber halt bei dem Verfahren, dass man irgendwie ja das Unkraut loswerden muss. Und eine klassische Methode, um das Unkraut loszuwerden, war halt, ne, pflügen, beziehungsweise grubbern, auflaufen lassen, pflügen. Und ja, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, durch Pflügen kommt mehr Unkraut. Da gibt es so viele verschiedene
Ansätze, wo ich, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung habe und alles nur so Halbwissen und vom Hören sagen, und wir werden das jetzt schon irgendwie so ein bisschen selber auch rausfinden. Aber ja, die Idee, dass ich den Aufwuchs einfach aufwachsen lasse und dann komplett platt spritze und dann einsähe, gefällt mir nicht so ganz. Ne? Ich bin tatsächlich so, dass ich eher zur mechanischen Unkrautbekämpfung tendiere, so gut es geht, was das angeht. Es ist nun mal so, ne, ich habe jetzt auch mit der großen Spritze sehr viel verschiedene Dinge gespritzt bei uns, wo ich bisher gewohnt habe, für die Landwirte, und habe da auch verschiedene Sachen gesehen, habe verschiedene Spritzmittel kennengelernt und musste mich natürlich auch damit beschäftigen. Es ist zwar so, dass ich selber ja da nicht wirklich Verantwortung getragen habe, sondern letzten Endes dann zum Spritzen gekommen ist, wenn der Landwirt das gesagt hat und auch die Sachen gespritzt habe, die der Landwirt gesagt hat. Ich habe übrigens auch Flüssigdünger ausgebracht, das ist auch ein interessantes Konzept. Und ja, ich habe das dann gemacht, wenn der Landwirt das gesagt hat, wie der Landwirt das gesagt hat, zu den Uhrzeiten, wo der Landwirt das gesagt hat. Dann manche Spritzmittel sollte man ja auch nur zu bestimmten Uhrzeiten ausbringen und so weiter. Und ja, habe aber trotzdem nebenbei eine ganze Menge gelernt. Und ich bin trotzdem, wie gesagt, ein Fan davon, wenn man versucht, das Unkraut zumindest, solange es noch geht, ne, solange der Bewuchs noch nicht groß ist, auf die Art und Weise zu bekämpfen. Und ich weiß auch nicht, ob man Unkraut wirklich zwingend so sehr bekämpfen muss. Machen wir hier mal aus das Ganze. So. Gucken wir, ob wir die letzten Ballen hier noch rausgezogen kriegen. Jawohl. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen hier. So. Dann klappen wir der Karre mal zusammen. Sehr schön. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, bin mir nicht so sicher, ob eine Unkrautbekämpfung überhaupt so wahnsinnig wichtig ist. Wenn man es schlau anstellt mit der Bodenbearbeitung, ob es nicht so funktioniert, dass eben die Pflanzen, das, was man eigentlich auf dem Acker haben möchte, ob man das nicht so hinbekommt, dass das Unkraut quasi überwächst und das Unkraut dann zwar, ne, als Beikraut, Unkraut, man nennt das heutzutage ja nicht mal mehr Unkraut, man nennt das ja heute Beikraut. Das ist dann, so, wo parke ich die jetzt am besten hin? Mal gucken, vielleicht packe ich die jetzt mal vor den Schwader für den Moment. Ich weiß nicht, ob ich die wieder da drüben reinstellen will, weil ich eigentlich generell noch alles so ein bisschen anders einräumen möchte. Deswegen muss ich mal gucken. Worauf ich aber jetzt eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, warum eigentlich hier ich so viel Eigentlichs? Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich denke, dass Pflanzenschutzmittel generell, zumindest bei uns in Deutschland, ist der Trend ja auf jeden Fall da, dass immer schwieriger wird und immer mehr verboten wird. Und ich denke, es geht auch in die richtige Richtung, weil es halt nun mal so ist, dass viele Mittel, beziehungsweise eigentlich alle Mittel, nicht ohne Nebenwirkungen sind. Ne? Jedes Pflanzenschutzmittel hat irgendwelche Nebenwirkungen. Es hat irgendwelche, es ist im Grunde halt schädlich für irgendwelche Tiere, für irgendwelche anderen Pflanzen. Im Grundwasser, ne, und es gibt immer Grenzwerte und das wird gemessen und festgelegt und geguckt, okay, das ist nicht hoch genug, das ist nicht schlimm genug und so, aber wenn man natürlich das alles langfristig anwendet, wer weiß, was da noch so passiert. Und außerdem ist natürlich so, dass auch viele Dinge, die in der Vergangenheit als nicht schädlich eingestuft wurden, später dann doch als gefährlich eingestuft wurden. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich da auch immer so drauf verlassen kann und sagen kann, ja, okay, nur weil es im Moment erlaubt ist, ist es gut. Wer weiß, was in 10 oder 15 Jahren ist. Ich denke mal, dass in 10 oder 15 Jahren viele Sachen verboten sein werden, die im Moment erlaubt sind. Genau wie vor 10 Jahren noch viele Dinge erlaubt waren, die jetzt verboten sind oder strenger reguliert. Und von daher denke ich, dass es generell keine schlechte Idee ist, seine Bodenbearbeitung so zu machen, dass man weniger auf Pflanzenschutzmittel angewiesen ist, anstatt mehr. Das ist ja immer das, was mich persönlich, und ich weiß, da gibt es auch andere Ansätze und andere Gedankenansätze, aber das, was mich persönlich ein bisschen bei einer fluglosen Bodenbearbeitung stört, ist, dass man halt da das Problem hat, dass man sich ziemlich auf Pflanzenschutzmittel anweist. Und wie gesagt, es wäre in meinen Augen, ist es besser, wenn man guckt, so gut wie möglich davon wegzukommen, gucken, was geht, mit mechanischer Bodenbearbeitung zu machen. Und worauf ich jetzt eigentlich in meiner ganzen langen Rede hin wollte, ist, ich denke, es ist wesentlich einfacher, in der Pflanzenbekämpfung, in der Unkrautbekämpfung auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten, als in der Parasiten- oder Pilzbekämpfung letzten Endes. Wenn die Pflanzen von einem Parasit befallen werden oder von einem Pilz oder sowas befallen werden, Fungizide, Pestizide, denke ich, sind wesentlich nützlicher und beziehungsweise etwas, was man schwieriger anderweitig machen kann. Und von daher bin ich der Meinung, schnappen wir uns mal die Gabel und probieren das mal. Die sind wahrscheinlich nicht ganz leicht.
Upsasala. Autsch. Nee, das war schon mal nix. Ui. Ah, gut. Der ist draufgegangen. Ja, genau. Was ich mit meiner ganz langen Rede hier eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass man versuchen sollte, vielleicht die Pflanzenschutzmittel, die man verwendet, generell einzudämmen und auf das zu konzentrieren, was man nicht anders machen kann. Na, man kann schlecht in mechanischer Bodenbearbeitung oder in mechanischer Bearbeitung generell kann man vielleicht Pilzkrankheiten oder Schädlichen loswerden. Das ist nicht unmöglich. Man kann durchaus mit vielen Faktoren das beeinflussen. Na, man kann mit korrekter Fruchtfolge oder korrekten Zwischenfrüchten, die eben dafür sorgen, dass bestimmte Schädlinge oder so weniger Angriffsfläche haben oder aussterben, kann man gegen Schädlinge vorgehen. Man kann gegen Schädlinge mit der korrekten Bodenbearbeitung vorgehen. Ne? Zum Beispiel, man kann ja gegen den, es ist nicht wirklich Bodenbearbeitung, es ist schon Bodenbearbeitung, ne, gegen den Maiszinsler, indem er eben die Reste vom, ne, von der Pflanze, die Pflanzen stoppeln, klein macht, ne, mulcht oder mit einer Scheibenwäsche auftrennt, ne, dass die halt schnell verrotten, weil sich da dann Zinsler einnistet. Ne? Das heißt, es gibt durchaus Methoden, um solche Plagen einzudämmen, ohne dass man dabei auf Spritzmittel zurückgreifen muss. Aber wenn man halt einen stehenden Bestand hat, ist das schon ziemlich schwierig und der von irgendwas befallen wird. Und dann kommt man ja im Grunde kaum umhin, um zu sagen, okay, entweder ich sage, okay, das ist jetzt halt ein Verlust, was halt dann ja auch in der biologischen Landwirtschaft dann oft der Fall ist. Obwohl es natürlich auch da Spritzmittel gibt, die zugelassen sind und so weiter, ne? Das ist ja auch so. Auch da gibt es Methoden da noch. Mit Nehmöl oder gegen Kartoffelkäfer mit Kupfer und es gibt auch da Varianten, wo man nicht direkt sagen muss, okay, ich gebe es auf. Aber man kommt halt eher an den Punkt, wo man sagen muss, okay, das ist ein Verlust, ich muss ja einen Ernteverlust einbuchen und das möchte natürlich keiner. Und von daher denke ich mal, um jetzt mal die ganz lange Rede in kurzen Sinn zu machen, dass es Sinn ergibt, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so gut es geht auf Pestizide und Fungizide einzuschränken und nicht auf Herbizide. Ne, sprich Pflanzengifte, weil man eben die Unkräuter und Beikräuter auch relativ gut mechanisch loswerden kann. Das ist zumindest meine Laienmeinung, bevor ich mich jetzt hier so richtig reingestürzt habe. So wie ich das betrachte von außen, ne, während ich hier so ein bisschen bei den anderen am Spritzen war und ja, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß nicht, jetzt kann sein, schon wieder eine. Es kann sein, ich denke ganz anders, wenn ich hier meine ersten Felder habe, die irgendwie komplett hinüber sind oder so. Und wir sind ja hier auch nicht biologisch unterwegs und haben eigentlich auch nicht vor, biologische Landwirtschaft zu betreiben. Aber wie gesagt, auch wenn das hier in Frankreich alles noch nicht ganz so streng ist wie bei uns in Deutschland, bin ich doch geneigt dazu, mich mehr oder weniger, oh, das ist lustig hier, mich mehr oder weniger an die deutschen Standards versuchen zu halten in solchen Dingen, beziehungsweise einfach na, das, ja, versuchen zu als Basis herzunehmen, um zu gucken, dass ich das Ganze zukunftssicher so aufbaue, dass ich nicht auf solche Dinge so sehr angewiesen bin. Ideal wäre es natürlich, wenn man komplett ohne auskommen könnte, aber das klappt wahrscheinlich nicht. Es sei denn, man würde wirklich richtig auf Bio umstellen und dann müsste man aber auch, dann müsste man das halt auch bezahlt bekommen. Dann müsste man die Ernteausfälle, die man dadurch hat, weil man eben nicht spritzen kann und so, man müsste das bezahlt bekommen. Man kann ja nicht sagen, okay, ich baue jetzt biologisch an, aber ich kriege trotzdem denselben Preis für mein Angebautes, das funktioniert nicht. Ne? Das heißt, ohne offiziell ganz auf Bio umzustellen, kann man nicht sagen, okay, wir bauen es biologisch an, zumindest nicht in großem Stil, aber man kann trotzdem, ich denke mal, man könnte versuchen, in die Richtung zu gehen. Das wäre zumindest so ein bisschen die Hoffnung oder der Plan, den ich hier hege, jetzt wo ich mein eigener Boss bin und auch selber entscheiden kann, was ich mache. Wie gesagt, das ist alles nicht praxiserprobt. Ob das in der Praxis funktioniert oder nicht, das wird sich dann zeigen. Das ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist was ganz was anderes. Das werden wir dann sehen. Kann auch sein, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ne? Dass man sagt, okay, man kommt da nicht drum herum. Ist ja auch standardabhängig. Ne? In manchen Standorten hat man bestimmten Unkrautdruck mehr als an anderen. Ne? An manchen Standorten hat man bestimmten Schädlingsdruck mehr als an anderen. Es ist ziemlich interessant, zum Beispiel ne, in Schweden, relativ weit im Norden von Schweden, ist es zum Beispiel so, dass man da fast keinen Schädlingsdruck hat, wenn man zum Beispiel Kartoffeln anbaut. Da gibt es keine Kartoffelkäfer, die sind da nicht vorhanden. Ne? Und soweit ich weiß, betrifft das auch einige andere Dinge, weil das halt eine Gegend ist, die ist nicht so landwirtschaftlich intensiv genutzt, vor allem in letzter Zeit nicht so landwirtschaftlich intensiv genutzt und einfach vom Klima auch für diese Schädlinge nicht geeignet. Und da ist dann zwar auch das Anbauen ein bisschen schwieriger, weil die Jahre sehr kurz sind, aber
ne, dafür kann man dann dort auch Dinge anbauen, die vielleicht woanders nicht so gut gehen. Oder vor allem, man hat halt da, wie gesagt, zum Beispiel keinen Schädlingsdruck in bestimmte Dinge. Ich weiß es nicht, dass mit den Kartoffelkäfern ist nur ein Beispiel, was ich weiß, aber ich bin mir sicher, dass es mit anderen Schädlingen auch so ist. Und das ist natürlich auch sehr spannend. Das ist, wie gesagt, komplett standortabhängig. Aber es ist natürlich so, dass wenn man eine Frucht in einer bestimmten Gegend sehr häufig anbaut, dass dann auch der Schädlingsdruck relativ groß wird. Und wir haben ja noch ganz andere Probleme. Wir haben ja auch die Probleme, dass mitunter Schädlinge resistent werden. Es ist ja alles immer in Entwicklung. Und wenn man sehr viel spritzt, wenn man in einer Gegend ist, in der sehr viel von etwas angebaut wird, sodass der Schädlingsdruck sehr hoch ist und dass sehr viel gespritzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch nicht gering, dass eben dieser Schädling sich weiterentwickelt und dass dieser Schädling irgendwann Resistenzen entwickelt gegen diese Mittel. Und nachdem der Schädling da sehr viel vorhanden ist, dann ist die Chance wahrscheinlich auch größer, dass da eine Art des Schädlings entwickelt, die dann resistent dagegen ist. Also das ist alles, das ist ja nicht, es ist nicht unbedingt eine nachhaltige Dauerlösung, wenn man Schädlinge chemisch bekämpft. Also das ist halt auch ein Problem. Übrigens nicht nur chemisch, auch Pflanzen, wenn man Herbizide, auch Pflanzen können Resistenzen entwickeln. Und also von daher, das ist ein ganz, ganz, ganz komplexes Thema. Und wenn man da Nachhaltigkeit noch mit einbezieht und denkt, okay, wir rechnen es nicht auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre, sondern auf die nächsten 100, 200, 300 Jahre, dann befinden wir uns wieder ganz woanders. Ne? Dann befinden wir uns in einem ganz anderen Themengebiet, da befinden wir uns ganz in ganz anderen Berechnungen, ganz anderen Überlegungen. Dann kommen wir natürlich auch zu einem Punkt, wo es Leute gibt, die sagen, okay, in 100 Jahren gibt es keine Landwirtschaft mehr. Ne? Wir haben ja im Moment schon eine Entwicklung in diese Richtung. Wir haben ja im Moment schon eine Entwicklung, dass viel experimentiert wird im Bereich von autonomer Landwirtschaft. Wir haben aber natürlich auch schon viel Experimente im Bereich von synthetisch hergestellter Nahrung. Ja, es ist ja auch so, dass wir schon im Moment sehr groß auf dem Weg sind nach synthetisch hergestelltem Fleisch. Ne? Ich denke mal, es ist eine Entwicklung, die sich im Moment nicht wirklich aufhalten lässt. Ne? Ich bin zwar nicht davon überzeugt, dass es eine gute Entwicklung ist, aber die Entwicklung zur weniger Fleischkonsum lässt sich nicht aufhalten. Die ist da, die ist definitiv, die bleibt auch, die verschwindet nicht wieder. Das ist nicht irgendwie so eine Phase, die wieder weggeht. Ich denke, das ist, bleibt uns erstmal erhalten. Und wisst ihr, was ich mache? Ich schmeiß die jetzt nicht da rein, ich schmeiß die einfach da drüben vor das Schweinefutter. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Da ist halt die Entwicklung dann tatsächlich auch, dass nach synthetisch hergestelltem Fleisch, chemisch hergestelltem Fleisch, ist auf jeden Fall im Gange. Und ich persönlich habe ein sehr unwohles Gefühl, wenn ich mir überlege, dass ich etwas, ein Fleisch essen soll, was synthetisch gewachsen ist, ist für mich ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Aber rein chemisch betrachtet, für viele Leute scheint das nicht unbedingt ein Problem zu sein. Und wer weiß, ob die Zukunft nicht in diese Richtung geht. Es ist keine rosige Zukunft für die Landwirtschaft, überhaupt nicht, wenn man sich das vorstellt, dass ganz viele Nahrungsmittel in Zukunft vielleicht tatsächlich chemisch hergestellt werden. Es ist eh so eine Sache, ne? Es gibt ja auch ganz andere Dinge. In letzter Zeit, ich meine, das ist, jeder kennt die ganze Werbung von Y-Food. Ich meine, die haben ja die halbe YouTuber-Schaft in der Tasche sozusagen. Wenn man sich da mal anguckt, was da drin ist in dem Zeug, ne? Das ist alles andere als gesund. Es hat vielleicht viel Protein und so Gedöns, um halbwegs satt zu machen, aber gesund ist das nicht wirklich, ne? Aber vielleicht geht es auch in diese Richtung, ne? In unserer modernen Gesellschaft könnte es ja auch sein, dass Essen irgendwann nicht mehr gewollt ist, ne? Dass Essen eher als nötiges Übel betrachtet wird als... So, okay, wir haben hier das Problem, dass wir das hier vorher abkippen müssen und die dann auch noch reinschmeißen. Das ist natürlich schön. Das ist überhaupt nicht schön. Okay. Gut, und wir haben das Problem, dass das hier... Wie gesagt, in unserer derzeitigen Gesellschaft, so wie die Gesellschaft derzeit ist, haben die allermeisten Leute ja gar keine Zeit mehr zum Essen. Ne? Es ist ja so, dass... Es immer mehr versucht wird im Grunde jede Stunde aus dem Tag rauszuholen und man muss immer beschäftigt sein und man hat keine Zeit mehr für solche Dinge. Da hat man stundenlang Zeit, um auf Social Media rumzuscrollen, aber man hat keine Zeit mehr, sich eine halbe Stunde hinzusetzen und in Ruhe zu essen oder so. Und das ist ja auch eine interessante, traurige Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung, ne? Und es ist eine Entwicklung, die eben in so eine Richtung geht, dass vielleicht solche Dinge wie eine fertige Trinkmahlzeit immer mehr Abnehmer finden könnte, und das ist natürlich auch eine Variante, dass wir in Zukunft Nahrungsmittel an sich gar nicht mehr anbauen, sondern dass die Zukunft voraussieht, dass Menschen
vielleicht nur noch als Luxus, nur noch als Ausnahme eine richtige Nahrung, eine richtige Mahlzeit zu sich nehmen, dass das wirklich ein Luxus ist, den vielleicht auch nur noch Reiche leisten können und dass Lebensmittel, echte Lebensmittel, nur noch ganz selten angebaut werden, sondern dass die allermeisten Menschen sich letzten Endes eine Flasche Chemie zu sich nehmen, ne, wo synthetisch hergestellte Stoffe drin sind, synthetisch hergestellt im Grunde, ne, so die gröbsten Vitamine, die man braucht, die gröbsten Proteine und was halt auch immer der Körper so braucht, um halbwegs sich satt zu fühlen und halbwegs Energie draus zu schöpfen. Sehr viel davon kann man mittlerweile synthetisch herstellen. Und ja, das kann natürlich auch sein, dass in die Richtung die Zukunft ist. Ist das eine Zukunft, die ich mir vorstellen möchte? Nein, überhaupt nicht. Aber wer weiß, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem im Moment. Und ich denke mal, viele Leute oder gerade viel in der Wissenschaft geht tatsächlich auch in die Richtung. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt dahin, wie können wir die Landwirtschaft, wie sie jetzt ist, nachhaltiger gestalten. Die Landwirtschaft, wie sie im Grunde die letzten Tausende von Jahren betrieben wurde. Wie können wir das nachhaltiger gestalten? Und vor allem, wie können wir die Dinge, die wir in den letzten 50 Jahren gemacht haben, wieder rückgängig machen? Das ganz oft geht die Frage ja gar nicht in diese Richtung, sondern ganz oft geht die Frage ja wirklich in die Richtung, wie machen wir das in Zukunft? Machen wir in Zukunft überhaupt noch Lebensmittel? Machen wir in Zukunft überhaupt noch Landwirtschaft? Und wenn man sich anguckt, wie in vielen entwickelten Ländern hektarweise Land zugepflastert wird und für Wohnungen, für Fabriken, für alles Mögliche, für Solaranlagen, für Energie. Wer weiß, ne, vielleicht wird wirklich in Zukunft Nahrung aus Proteine aus Algen und ähnlichen Dingen gewonnen und auf unseren Feldern steht Zeug, was wir verheizen. Wer weiß, ob das die Zukunft ist. Es ist keine Zukunft, die ich mir vorstellen möchte. Es ist wahrscheinlich auch keine Zukunft, die wir noch so wirklich erleben. Aber wer weiß, ne, wer weiß. Es ist ja doch so, dass sich die Zeiten in letzter Zeit sehr schnell und sehr häufig ändern. Also das so viel Änderung wie in den letzten 200 Jahren hat es wahrscheinlich in den 2000 Jahren davor, also nicht nur wahrscheinlich, sondern hat es definitiv in den 2000 Jahren davor nicht gegeben. Ne? Das ist, wir haben eine unglaubliche technische Änderung, unglaublichen technischen Fortschritt und insgesamt eine unglaubliche Entwicklung. Wenn man sich das mal so überlegt, dass für die letzten 2000 Jahre, wenn man das einfach mal so als Richtwert nimmt, hat sich trotzdem vieles verändert. Ich meine, es kamen immer neue Techniken dazu, die Häuser haben sich verändert, alles hat sich verändert, aber es hat sich nicht in der Lebzeit eines Menschen verändert. Es ist im Grunde wirklich etwas, was erst in den 1800ern, also 1800 irgendwas, also im 19. Jahrhundert erst angefangen hat, dass sich die Entwicklung und die Welt so schnell verändert hat, dass es die Leute in ihrem eigenen Leben beobachten konnten. Vorher war das so, dass Entwicklungen meistens eher so waren, vom Hörensagen, dass die Entwicklungen so langsam waren, dass man sie vielleicht von seinen Eltern, von seinen Großeltern sich erzählen hat lassen können, was früher, als sie Kind waren, vielleicht anders waren. Und was dann quasi in Bücher geschrieben wurde oder über Legenden und Erzählungen weitererzählt wurde und sowas. Aber nicht unbedingt innerhalb der Lebzeit von einer Person sichtbar sich verändert hat. Und im Grunde erst so im Grunde im 19. Jahrhundert ist die industrielle Entwicklung, wo das also alles angefangen hat mit der industriellen Revolution. Und erst da kam im Grunde so die Zeit, dass die Welt insgesamt sich so schnell geändert hat, dass Menschen in ihrer Lebzeit diese Veränderung erlebt haben. Dass die Menschen auch in ihrer Lebzeit diese Veränderungen sich anpassen mussten, mitgemacht haben. Dass Leute, die auf einem Bauernhof geboren sind und als sie geboren worden sind, im Grunde die einzige Aussicht war, sie werden auch mal bauen und Leute, die wirklich in sehr armen Verhältnissen waren, eventuell 16 Jahre später als 16-Jährige in eine Fabrik gehen haben können und dort viel Geld verdienen, für die damaligen Verhältnisse vor allem, konnten in eine Fabrik, die es eben noch gar nicht gab, als sie geboren wurden, vielleicht sogar in einer Fabrik, die irgendein Verfahren genutzt hat oder irgendwas hergestellt hat, irgendwas Technisches, was es eben zum Zeitpunkt der Geburt noch gar nicht gab. Und so schnell waren ja die Veränderungen. Und das ist halt auch etwas, was in unserer Zivilisation extrem neu eigentlich so gesehen ist. Und wer weiß, wo das hinführt. Ne? Im Moment, man könnte ja meinen, die Entwicklung geht immer schneller und immer schneller. Fragt sich, ob die Entwicklung wirklich immer schneller und immer schneller ist. Oder ob das einfach nur Einbildung ist und ob die Entwicklung einfach generell sehr schnell ist im Moment. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier wieder in philosophische Themen abgerutscht sind. Irgendwie ist im Moment so eine... Ach, ich weiß auch nicht, was los ist, ne? Keine Ahnung. Ich bin im Moment philosophisch, gedanklich unterwegs. Ich weiß nicht. Jedenfalls, wer weiß, was aus der Landwirtschaft wird. Aber ich wäre trotzdem dafür, dass man die klassische Landwirtschaft versucht, nachhaltiger zu machen und nicht, dass man das Ganze direkt in einem Chemielabor herstellt. Aber wer weiß. Und ich denke mal, je jünger die Leute sind, desto offener sind sie tatsächlich für solche Dinge. Und,
Es ist nun mal einfach ein Generationenwechsel. Jeder Generationenwechsel bringt wieder andere Offenheiten für andere Dinge mit. Und es kann durchaus sein, dass in zwei, drei Generationen die Leute sagen: Okay, Essen ist vollkommen überbewertet. Ich brauche nur na, mein Mix an Nahrungs. Mein Nahrungsmix aus der Flasche und gut ist. Ne? Oder aus dem Pulver von mir aus. Pulver, Wasser dazu, zack. Ich meine. Wer weiß das schon? Ne? Wer weiß das schon? Ich vermute zwar, dass es in die Art nie so wirklich gehen wird, weil ne, Geld, irgendwer will immer Geld verdienen. Pulver ist schön günstig. Ne, das wird dann wahrscheinlich wieder in Flaschen und ja, sehr teure Flaschen und sowas und keine Ahnung. Aber ich meine, wo sind wir im Moment? Guckt euch mal um. Guckt euch mal um in unserer hektischen Welt im Moment. Wenn dann nachher die Flasche irgendwie 5 oder 10 Euro kostet, ne? Die Mahlzeit, jede Mahlzeit 10 Euro, man macht vielleicht zwei Mahlzeiten am Tag, weil man will ja effizient sein, ne, 20 Euro am Tag für Essen, einfach so eine Flasche, hat man alles drin, man braucht sonst überhaupt nichts mehr, und das ist dann wirklich mit allen Vitaminen, allem, was man sich so vorstellen kann, wäre alles mit drin. Ich könnte mir viele Leute vorstellen, die das als absolut akzeptabel und das ansehen würden, was sie brauchen, um eben ne, ihren Berufsalltag weiterhin erfolgreich zu meistern, um eben weiterhin noch mehr Stunden arbeiten zu können. Ob das in die richtige Richtung geht, ich bezweifle es ganz stark, aber wie gesagt, die Dinge wie Y-Food und Co. gibt es nicht ohne Grund. Ne? Es gibt halt wirklich Leute, die das so als ihr Ding sehen. Ne? Und das sind natürlich trotzdem Leute, die ab und zu mal ein gutes Essen genießen wollen oder so, aber vielleicht nicht jeden Tag. Und ich meine, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, ne, in die Vergangenheit, ist das so viel anders gewesen früher? Ist das so viel anders gewesen, als die Leute ne, so arm waren, die allermeisten Leute, dass sie irgendwie ne, sich jeden Tag nur Haferbrei oder sowas essen konnten? Das war ja auch in etwa in diese Richtung. Also von daher, ich weiß nicht, entwickeln wir uns einfach wieder zurück an den Punkt, wo wir herkommen? Das könnte ja durchaus sein. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, wir haben genug philosophiert für heute und ich würde die Folge an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal was in die Kommentare oder auch nicht, je nachdem, wie ihr gerade Bock habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.